Yo Leute, willkommen zurück. Warte mal, kann man hier so, Hey, was geht ab, Kumpel? Willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Ja, der war doof. So, ich musste mir ja beim letzten Mal ein anderes Auto holen. Da steht mein cooler Danger Zone. Wird aber nicht anerkannt, das Auto. Wahrscheinlich, weil das, Ich habe ja auch in dem NOS dran, ne? Also Nitro. Voll den Megaspeed. Hey, jemand hat mein Auto geklaut. Oh je, das tut mir echt leid. Mir nicht. Ich weiß ungefähr, wo wir suchen können. Helfen Sie ungefähr, mir? Komm, da fahre ich doch gerade durch. Die Map, die schickt einen manchmal echt ein bisschen blöd. Weil ich selbst keine blütenweiße Weste hab. Ich glaube, das ist ein Gegenschlag. So, machen wir uns das mal klar jetzt hier, die andere Karre. War jetzt richtig cool. Ich wollte nur testen, ob es geht. Boah, okay. Die Kamera, die... Also, mein Kumpel schreibt, es wäre hier. Okay, und? Scheiße, Mann. Er hat gesagt, ich schreib ihm nochmal. Okay, boah. Er sagt, er hat noch eine Idee. Dein Ernst? Warte mal, hier kann ich doch durchfahren, oder? Sie wissen bestimmt, dass die Taxifahrer ziemlich sauer auf uns sind. Ja, habe ich gemerkt. Nur weil ihr selber Taxiunternehmen macht? Ich meine, das könntest du ja heute auch machen, ne? Das ist ja schon fast so wie Mitfahrgelegenheit. Das ist doch einfach nur mal cool. Ich meine, klar, ein Taxifahrer sieht das nicht so gerne. Aber wenn alles teuer ist, dann machen die Leute sich eben Gedanken, wie man das umgehen kann. Komisch. Mein Kumpel war sich sicher, dass es hier ist. Woher hat Ihr Kumpel seine Infos? Er kennt da wohl jemand. Puh, okay, okay. Wir versuchen es noch woanders. Aktuelle Bewertung. Ein paar von denen haben mich an einen abgelegenen Ort gelockt. 5 Sterne. Und mir eine Abreibung verpasst. Arschlöcher. Das lasse ich die Kamera, die zieht einfach nicht... schnell genug nach. Mann! Ein Kumpel und ich haben eins ihrer Autos geschrottet. Da wollte ich jetzt selber machen, weißt du, und dadurch den Bus so spät gesehen. Die haben niemanden verletzt. Die haben mir die Rippen gebrochen. Also das ist echt... Das muss ich krass bemängeln eigentlich. Dass man die Kamera nicht hier so hat, von oben. Das ist bei allen Autospielen fast so, dass die immer zu tief ist. Ich meine, wenn ich tief sitzen will, dann mache ich doch einfach... die First-Person-Ansicht. Aber wenn ich das unbequem finde, weil ich einfach keine Übersicht habe dann über die Map, ist es Quatsch. So, hat er den jetzt? Ja, ja. Hier sind wir richtig. Okay, Moment mal. Irgendwas ist hier seltsam. Was nun? Nein, alles cool. Das ist mein Auto. Wir, die haben es geschrottet. Ein Moment mal. Näher ran, falls jemand da rausspringt. Ach du Scheiße! Oh. Scheiße, die haben mein Auto gesprengt. Mein Auto! Sehen Sie, was sie getan haben. Erfüllt? Seine verdammte Scheiße, wer sprengt denn einfach ein Auto? Das gegen die dann muss ich die Cops absch... Ach so, deswegen Verfolgungszeug. Ich tue schon, was ich kann. Ah, das ist eigentlich kein Problem, jetzt abzuhauen mit dem Megaspeed. Aber da vorne kommt noch eine Karre. Der Verdächtige kann nicht weit sein. Treiben wir ihn raus. Hat mich aber nicht... Oder hat er mich noch bekommen? Im Radar? Ui, da vorne kommt einer. An alle, dem Verdächtigen wurde eine Streife hinter ihr geschickt. Ans Ziel bringen, okay? Ja, ich bin safe. Das ist geil, Alter. Ihr habt ja gemerkt, sicherlich am Anfang des Spiels war das echt schwierig, die Bullen abzuhängen. Toll, ja, schade um sein Auto, ne? Wurde es einfach mal in die Luft gesprengt. Das ist so ein bisschen hier San Andreas-Style, zum Beispiel die Gegend. Das war echt knapp. Wie das Haus da, wo was der das denn, bitte? Ich schwöre, Carl Johnson wohnt. Carl Johnson hieß der Charakter doch. Oh, die Karre ist ordentlich zerlatscht. Ja, was ich auf jeden Fall noch bemängeln muss, ist, dass die Sicht einfach viel zu langsam hinterhergeht in Kurven. Cool. Verdiene 10 Sterne und mehr und werde zum Fahrlehrer. Ah, jetzt habe ich Führerschein, da oben rechts. Dann geht's unten links wahrscheinlich. Nee, unten weiter mit Fahrlehrer. Unten rechts und dann unten links Straßenkrieger. Und dann oben links Straßenkönig. Okay, also wahrscheinlich kannst du das dann auch nur packen, wenn du dann die alle auf 100% schaffst. Jeden Tag Freitag langsam fahren. Können wir ja mal probieren. Langsam fahren, warte. Wir fahren da jetzt einfach so hin.
Oh, langsam fahren ist öde. Merke ich jetzt schon. Ach so, habe ich noch nicht aktiviert. Okay. Driver SF. Jeden Tag Freitag. Ich brauche ein Taxi, weil... Ja, weil... Warum? Okay, wir sehen ja oben links die aktuelle Bewertung. Boah, wäre ich fast dagegen gedonnert. Hier, das meine ich. Jetzt muss ich selber die Kamera drehen, damit ich sehe, ob da irgendwas ist. Auch mein Zug? Bedien dich ruhig, Mann. Also, ich weiß, du rauchst kein Gras, aber ich mach dich. Den habe ich aber bekommen. Hi, denn es ist Freitag. Och, komm schon. Habt ihr das geklaut von Friday und Friday the Next und Friday After the Next? Kenne ich alle drei. Mit Ice Cube. Und Chris Tucker. Ist aber schon ein cooler Film, ist sehr witzig. Absolut, absolut. Du versaust die Reihenfolge. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr, den nochmal zu gucken, weil ich habe Angst, dass ich mir den dann irgendwie vermiese. Also das ist bei vielen Filmen, die man früher gefeiert hat und heute guckt, denkt man so, was? Ist ja eigentlich totaler Müll. Deswegen traue ich mich, die nicht zu gucken, damit ich nicht mir das irgendwie versaue, eine gute Erinnerung daran zu haben. Wir haben den damals auch rauf und runter geguckt. Kannte den halt schon auswendig, ne? Der war einfach nur so richtig lustig. Das ist genau wie Boys in the Hood. Das ist halt ein bisschen ernster, Boys in the Hood. Aber habe ich auch damals auf DVD gehabt. Müsste noch einen Kumpel haben. Aber richtig geil. Ist das eigentlich okay hier für dich, das Cruisen? Kollege. Du alter Kiffer. Guck mal wieder. Achso, ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen, wie da hier drin die Karre zuqualmt, aber das ist die Karre selbst. Cool finde ich allerdings die Kratzer hier. Das ist wieder ein Pluspunkt. Das sieht echt sehr realistisch aus, wie das Auto zerschrammt ist hier. Oh nein, irgendwo war ich zu schnell. Hey, fahren Sie schon. Naja, ich bin angekommen. Okay. Wahrscheinlich kurz vor Schluss. Ich meine, ich weil ich dann nochmal so ein bisschen zu viel Gas gegeben habe. Der hat mich einfach irgendwie nervös gemacht. Der hat meine Frau nervös gemacht. Jetzt alle total besorgt deswegen. Boah, ich steige. 14 Punkte. Wie viel gab's denn? 3, ne? Ja, 11 plus 3 sind 14, logisch. Gut. Haben wir noch was? Ach hier, wir haben ja einen neuen Song. Mal gucken, was das ist. Alle Songs. Ne, warte mal. Das ging immer so besser. See ya, featuring C. D. Agostino. Deadmau5. Hört ihr das eigentlich? Oh, es hat geklingelt. Moment mal, ich mach mal kurz einen Cut. So Leute, da kam ein Paket für mich. Meine Autobatterie, ich brauche eine neue. Oh, da kann ich dann gleich ein bisschen basteln. Das passt irgendwie gerade. Ich spiele hier Autorennen und es klingelt der Paketservice mit meinem Paket. Geht aber vom Gewicht. Hätte ich mir eigentlich schwerer vorgeholt. Ich bin nur froh, dass ich zu Hause bin jetzt, wo der geklingelt hat. Und ich das Paket nicht von irgendeiner Filiale nach Hause schleppen müsste. Also das wäre auf jeden Fall dann doch in die Arme gegangen. Weil ich glaube, die ist recht weit weg bei diesem Lieferdienst. Und wir hatten gesagt, wir gucken mal hier, was es da noch gibt. Wir machen dann demnächst auch mal wieder Missionen in den nächsten Parts. Einen Geocache ready, boah, cool. Da kann ich dann ein bisschen basteln. Also das ist ja jetzt kein großer Akt, eine Autobatterie zu wechseln. Generell, wenn das... Ich habe jetzt keinen großen Plan von Autozeug, so, also Reparaturen. Also alles so Kleinigkeiten, Lampen und so kann ich machen. Auch bei den Karren, die heute schon sehr verbaut sind. Es sei denn, ich brauche irgendein Werkzeug, was du so nicht zu Hause hast. Dann gehe ich einfach in die Werkstatt meines Vertrauens. Und das ist keine Vertragswerkstatt. Also auch, und auch keine typische Autohändlerwerkstatt. Also Autohändler in dem Sinne jetzt... Von dem Autohersteller, irgend so eine große, sondern einfach eine freie Werkstatt. Die machen das da ziemlich cool, da muss man eigentlich echt manchmal gucken, bis man da so einen Typen hat, dem man das dann anvertraut.
weil viele einen da auch ganz schön ausnehmen können. Aber da war ich bisher immer zufrieden. Na gut, genug jetzt. Jetzt wird noch gezockt und ich habe ja noch Zeit zum Batteriewechseln. Achso, wichtig ist, dass man das nur in der richtigen Reihenfolge macht. Also man sollte erst Minus abklemmen, dann Plus und umgedreht dann wieder dran. Erst Plus dran und dann Minus. So viel weiß ich und... Klar, dass es die richtige ist, muss man natürlich auch gucken, ne? Dass die richtige, der richtige Kaltstrom ist. Richtige Spannung. 12 Volt für PKW, also... Ich glaube, Motorräder haben 6 Volt. LKWs 24 Volt. Ist das... Nee. Warte mal. Watt oder Volt? Das kann sein, dass ich das gerade verwechsle, aber da gucke ich auf jeden Fall vorher nach. Die richtige habe ich. So, den Kunden abholen. Und dann sagt er mir, wo ich hier Geocaching-Zeug finde oder was. Ah, ich habe ja gerade die Aufnahme unterbrochen und wundere mich gerade, wieso sind es nur 2 Minuten? Wie viel hatten wir denn schon? 5 oder so, hä? Muss ich jetzt ein bisschen zusammenrechnen dann? Nicht, dass ich jetzt hier einen 20-Minuten-Part mache oder 25 und dann gehen die anderen 5 noch drauf. Meine ist auch okay, aber zu lange sollten sie nicht sein. Ich denke, 15 ist bei diesem Spiel eigentlich zu wenig. Und ab 30 generell finde ich eigentlich zu viel. Ne? Also ich habe jetzt auch vor kurzem erst wieder ein Minecraft-Video von 30 Minuten hochgeladen. Das war aber ein bisschen eine Special Edition. Oh, da war die Polizei. Normalerweise hätten die das jetzt auch schon sehen müssen, aber ich bin froh, dass sie nicht so krass genau auf alles gucken. Ich glaube, das ist bei... Welchem Spiel war das? War das bei irgendeinem GTA-Teil, der 4 oder so vielleicht? Oh. Oder war das bei... Wie hieß das noch, was in London spielt? Da gab es 2 Teile. Oder so, vielleicht sogar bei dem letzten Driver, was kam. Bei irgendeinem war es extrem krass, da haben die Bullen sofort Alarm geschlagen, wenn du nur einmal zu schnell warst. Oder verbrennst sogar. Hä, was hat der denn auf? Boah, eine 3D-Brille. Oder sie. Ich starte die Zeit. Die schicken den Hinweis, wir fahren schnell dorthin. Und sie kriegen Trinkgeld. Schnell war schon mein Stichwort, aber Trinkgeld ist auch cool. Jop. Aufgepasst, der Hinweis ist, zwischen Kino und Regenbogen ist es erbaut. In diesem stolzen Lokal steht heißer Glitter auf der Karte. Toll. Ein stolzer Ort, das Castro. Geben Sie Gas. Das Castro, das war auch eine Sehenswürdigkeit. So eine Casino, glaube ich, ne? Casino, Stripclub. Organisieren das Rennen. Komm schon! Sie sind nicht von hier, also dachten sie, es wäre eine coole Art, die Stadt kennenzulernen. So kann man mehr als nur die Hotspots sehen. Boah, das kann ich ja gar nicht machen. Mit Nitro und nach oben die Kamera, weil Nitro gebe ich mit. Warte, mit der A-Taste auf Xbox oder. Puh, GPS eingeloggt. Wo? Ich schaue aus dem ersten Stock. Man liebt mich im ganzen Block. Zwar bin ich nur aus Plastik. Ist gar nicht, dachte das, Castro. Meine Beine sind fantastisch. Sexy Beine. Halt, Ashbury, wir kommen. Bereit, los geht's. Beine mit Fischnetz. Ach so, warte mal, das war da auch eine so Zeug. In der ganzen Sehenswürdigkeit. Stadt und die Küste rauf. Wer die meisten Orte schafft, gewinnt einen 1.000 Dollar Geschenkgutschein. Wow. Die schnellste Zeit gewinnt ein Lasercutter. Der Gesamtsieger kriegt einen... Ein Lasercutter? Was ist das denn? Ich habe echt eine Chance, was zu gewinnen. Dank Ihnen. Boah, die Kurve war mal krass. Aber so rum kriege ich die Kurven nie gut hin. Weil da die Kamera einfach kacke ist. Oh, vorbeigefahren. Komm! Alter, das ist doch jetzt Gepisse, oder? Ja, ich aktiviere das GPS. In die Richtung des... Ach, die alte war das. Ja, stimmt. Love and Peace. Ist ein rundeckiges Haus zu sehen. Halt die Augen auf nach dem Ort. Die blau gemalten Punkte sagen dir, du bist dort. Beim Sutro Tower. Oh, nicht da hoch, oder? Bye bye, sexy Beine. Oh, Kamera. Ihr werdet es doch oft hören, dass mich das aufregt. Sie kennen sich echt gut aus, hä? Aber klar, ich bin hier aufgewachsen. Und meine Eltern auch. Schätze, diese Stadt hat keine Geheimnisse vor Ihnen, hä? Falls doch, dann bestimmt nicht lange. Ach so, ich muss ja gar nicht da hochfahren zum Sutro Tower. Ja.
Wir sind echt spitze. Dieses oh, das war's schon. Nice. 5 Sterne. Doch nur die benachbarte Gasse wird lebhaft. Ey, geh aus der Kamera. Und die Party liegt für das Haus inweit entfernt. Ha, inweit. Los, los, los. Ach so, noch gar nicht vorbei. Das steht aber nicht nur aus Autofahren. Ich musste schon auf einen Turm klettern, Seilrutsche fahren. Ich musste sogar ein Bild mit dem Hook-Studio-Zeichen machen. Das ist genau mein Ding. Hier geht's ja um Schnelligkeit, von daher kann ich hier ruhig Randale machen. Gegenüber von Inwald, natürlich. Gott, sie sind genial. Wow, oh, das war perfekt gebremst. Dankeschön. Jederzeit. War echt nett. Ah, jetzt war's das. Geocache im gesunder 3D-Brille, ey, das wird's bestimmt auch nochmal geben in ein paar Jahren. Ist ja eh krass. Das, diese 3D-Brillen, die gab's ja eigentlich sowieso schon mal. In den 90ern, glaube ich. Ende der 90er, Anfang der Jahrtausendwende, aber da haben die sich nicht durchgesetzt. War halt damals noch nicht so reif, die Zeit dafür. So, wir gucken weiter. Oder haben wir zufällig irgendwie eine Mission in der Nähe? Dann würde ich die machen, oder... Wir haben nur ein E-Card-Rennen. Ein E-Card-Rennen. Oder machen wir das hier? Wollen wir mal so ein Kart-Rennen machen? Brauche einen Fahrer, mehrere Zielorte. Ja, können wir machen das. Was? Orale! Das war super! Wo ist denn hier der Kunde da hier? Verschwenden Sie von hier, bevor ich Verstärkung. Okay, ich bin schon weg. Ich wollte mal gucken, wer da so irgendwo dagegen kloppt. Was für ein abgefuckter Freak hier und so. Oh, da war Musik. Es gibt bestimmt für jeden Song hier irgendwo einen Standort, wo man den auch so finden kann. Es wäre ja krass, wenn es per Zufall ist. Dios mio. Warte, wir wechseln das Auto. wenn das per Zufall ist, kann es ja sein, dass man einen, wenn man nur noch einen braucht, den nie bekommt. Handschuhfach geplündert, auch sehr nice. Na komm, du alter Herr. Sie haben noch keinen Zählort genannt. Was? Wie bitte? Oh, Moment. Ich schalte die Übersetzungs-App ein. Deutsch. Parkenbesuche mit Fahrzeug. Deutsch. Ein Parkplatz? Okay. Wow, ich dachte... Ich stell mich mal so hin. Polizei! Ist voll witzig mit so einer App, weißt du? Ich meine, grob kann man es ja vielleicht nutzen, wie so ein Übersetzer im Internet, aber... Also manchmal kommen da auch ganz kuriose Sachen raus. Also es kommt immer auch so ein bisschen auf die Sprache drauf an, wie gut der Übersetzer dann ist. Boah, gib mal Gas hier. Aber der hatte mehrere Ziele, ne? Warte. 我要的是公園啊,好像遊樂公園咁啊,係正白痴。Lassen Sie mich raten. Hier nicht. Deutsch. Gartenpark. Deutsch. Okay. Aber witzig, dass da Deutsch steht. Ich meine, der spricht ja zwar Deutsch mit mir, also aber das Spiel ist ja eigentlich in Englisch. Ursprünglich, ne, aber das ist schon cool, dass sie das so mit übernommen haben. Oh. Alter. Ich werde immer besser im Cruisen hier. Ja, da war wieder ein Mega-Fail. So, hier rüber. Das ist der richtige hier. Oh, schöner Baum. Ach so, ein... Wettkampf. Deutsch. Park. Wettkampf. Park. Ja, eine Arena oder so. Mögen Sie Sport? Aufbauen. Reichtum. Reichtum aufbauen. Ja, Sie machen in Immobilien. Oh!
Aber immer noch 5 Sterne. Boah, wie der losgeschrien hat. Das war bei GTA San Andreas ganz cool immer. Wenn du da einen im Auto hattest und schnell gefahren bist, um den zum Sprechen zu bringen, dann immer, alright, alright. So, weil er mega Schiss hatte in der Karre. Das Blöde ist, hier haben wir schon mal das Stadion. Was ich sagen wollte, das Blöde ist, ich weiß nicht, ob ich langsam fahren soll oder schnell. Das geht so ein bisschen unter. So, passt dir das jetzt? Brandheiß Immobilie. Er will das Bitnix kaufen. Danke. Cool, dann müssen aber wieder 5 Sterne sein. Der Truck? Steig mir bitte aus. Ich glaube, das ist so ein Truck von... der ganz viel Geld bringt. Okay, doch nicht. Aber die sahen so ähnlich aus. Notruf? Nö. Verstecke ich mich mit dem Teil. Boah, das ist übelst große Maschine, ne? Okay, cool. Hä? Sieht das Wasser aus? Ach so. Hallo? Na? Komm. Wow! Oh, das wäre cool, wenn da voll da drüber gejumpt wäre. Das ist ja witzig. Das geht auch mit dem Booten. Richtig nice. So, gibt's hier irgendwie was Cooles in der Nähe? Spiel wieder aufnehmen. Da muss jemanden suchen. Komm. Wir gucken mal. Wir laufen zumindest schon mal hin. Ist das noch das Stadion hier? Ich würde gerne mal in das Stadion rein. Irgendwie wird das bestimmt gehen. Also so mit Flugzeugen und ich habe auch noch nichts von irgendwie Fallschirmspringen und so hier mitbekommen. Da sind die Bullen. Polizei! So, warte mal. Ich hole jetzt ein Auto und dann machen wir das dann beim nächsten Mal, aber auf jeden Fall. Die Strecke fahre ich dann jetzt nicht mehr, gerade weil der mehr Stationen braucht oder anhalten will. Scout X. Hä? Da noch nicht. Auto auf Abruf. Ach so, Auto auf Abruf. Jetzt verstehe ich. Hochleistung. Oh, das gedrückt halt, ne? So, die Karre ist da. Dann machen wir schon mal die Abmoderation. Ich danke an der Stelle fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und vor allem hier das. Machen noch ein bisschen Trouble jetzt. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Tschüss.